Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pumpkin Days. Wir laufen einfach mal zu der guten Alex und kaufen uns da ein bisschen Tierfutter. Na, wie geht's so? Bei Animals. Ich könnte noch eine rote Henne kaufen. Ich habe eine rote Henne, wenn ich mich nicht täusche. Hühnerfutter. Boah, ich kaufe mir auch mal wieder 10 von. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie dann so einen Hühnerfuttermecker machen kann. Und ich kaufe jetzt keine Henne noch. Wir haben eine und das reicht ja erstmal. Wenn die sich irgendwann mal paaren mit sich selber, also ich glaube, ich brauche einfach männliches Huhn dann. Hört sich zumindest recht biologisch an. Wenn ich dann ein männliches Huhn hätte, dass die sich paaren würde. Ich renne gerade durch irgendwelche Bäume. Um Zoe zu finden. Weil Zoe ist auch so ein Titelbild, da wo es aussieht, als wenn Zoe ein Mann wäre. Und Zoe nennen uns auch immer Babe, aber ich möchte hier mir nichts anmaßen, dass ich hier irgendwie jemanden verurteilen würde. Also mir ist das eigentlich scheißegal, aber ich finde das immer sehr interessant. Weil ich eigentlich schon immer dachte, Zoe wäre eine Frau, aber okay. Goldhacke, Goldschere. Ich wollte eigentlich eine Brush, eine Holz, aber okay, hast du nicht. Dann Zoe, die ist wohl. Die ist auch mal im Musikladen, gell? Ja, wir können ja mal da fragen, ob die irgendwas anything mieten. Ah ja, die braucht was. Ja, natürlich. Mache ich doch gerne. Wer braucht das? Die Sebastian, okay. Ist das der Johann? Wie gehen wir es erstmal zu Zoe? Ach, fragen wir nochmal Eddie, ob der auch was hat. Muss man da alles gleich mitnehmen? Nee, du hast nichts. Gut. Okay. Alles sind gegen die Firma, das ist gut so. Wir ja auch. Wir arbeiten dagegen an. Mal schauen. Na, doch. Du hast eh keine Kunden, hast du mal gesagt. Wundert mich nicht. Weil, keine Ahnung, die hat dieselben Möbel, also die hat die unpraktischen Möbel, was der andere praktische Möbel nebenan hat. Okay. Ja, ich kann dir helfen. Irgendwo hat sie was verloren, glaube ich. Oh, verlorener Ohrring. An der Bernal Avenue, was sind die? Ach, hier. Found Location. Ach, hier. Unterm Busch. Bringen wir hier den Ohrring. Thanks, babe. Okay. So. Ich habe irgendeinen Cocktail bekommen. Ist das Bier, was da andere bin? Nee, das sieht wahrscheinlich aus wie ein Bier. Sangria. Lily Bean, hast du auch irgendwas? Nee, Tucker, du hast eh nichts. Was Opera? Gut. Dann haben wir noch ein paar Deliveries. Ja, dann machen wir heute großen Delivery-Tag. Und was dann schon? Sonst ist es wieder so, ich habe keine Energie mehr und muss für 3 Stunden schlafen oder so. Und bei meinem Huhn war ich heute auch noch nicht. Du misst mich wahrscheinlich schon. Ich war heute auch noch nicht auf meinem Cooking-Channel, glaube ich. Okay, da hinten ist schon wieder was reif. Im Sommer können wir dann die Felder richtig ausbauen. Ich hätte auch die Waller schon drin. So, dann schauen wir mal rein. Bubblegum. Okay, ich habe ihn angepasst und er wird glücklich. So. Ah, noch Futter für dich, Bubblegum. Das tragen wir halt einfach immer mit uns rum, das Futter, das ist ja nicht schlimm. Ernten wir mal die Gerste. Und dann brauchen wir noch eine Silberhacke. Dit. 3, 4. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Energie. Das mal rüber.
Naja, haben wir irgendwie schon alle verschifft? Ich könnte den Sangria trinken. Komm, ich trinke den Sangria, vielleicht bin ich dann besoffen. Der hat Vampir aufgefüllt. Oh, und ich bin voll in Romantikstimmung. Ich weiß nicht, was diese Stimmung da heißt. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert, hier jemanden zu heiraten, also. Ja, dann das am Schriesen. Und dann gehen wir es erst dazu. Ach, Waldlilie und Kartoffel noch mitnehmen. Und Tierra braucht die Kartoffel. Das macht es interessant. Da gibt es wieder 20 Freundschaft mit Tierra. Eine Waldlilie und eine Kartoffel. Waldlilie und eine Kartoffel. So. Dann schauen wir mal als erstes zu Tierra, weil die wahrscheinlich da im Friedhof rumsteht. Dann zu Schwester Johann und ach so, Harasch ist ja gleich hier. Ja, hier ist so deine Waldlilie. Thank you very much. Plus 20 Friendship, sage ich nicht nein. Und plus 6 bei seinen Freunden. Ich glaube, ein Herz ist immer 100. Also, wenn du halt 5 Aufträge erledigst, ist wahrscheinlich schon ein Herz zusammen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Okay, er hat kein Friendship plus 7. Warum habe ich jetzt Friendship plus 7 beim Bürgermeister? Hat der heute irgendwie Geburtstag? Claudius Geburtstag. Nee, warte mal. Heute ist der. Blake hat heute, okay. Ich weiß nicht, warum der plus 7 Freundschaft kriegt. Ach, weil ich gerade dieses Event da drin habe durch den Sangria. Deswegen kriegt jeder, mit dem ich rede, 17 7 Freundschaft. Alter! Das ist ja richtig effektiv. Also da rede ich jetzt mit jedem, den ich sehe. Bei 7 Freundschaft, bei 2 kannst du jetzt so denken, so, aber bei 7, alter Gelfi kriegt doch da jetzt auch gleich einen Freundschaftsansturm. Okay, Red Seeds. Okay. Bist du krank? Okay, oh, wir haben ganz gut Gelfi noch erwischt. Okay, und dann schauen wir gleich mal hoch zu den Schwestern. Das ist der Johann. Gehen wir noch zu Sebastian, aber Alter, das gibt jetzt richtig Freundschaft. Gelfi, okay, die ist halt jetzt sehr, auch kein Wunder. Die hatte ich auch mit jeden Auftrag. Danke für deine Hilfe, bitte nimm dies. Hallo Leila, ja. Hallo Sister Amy. Oh, hallo Orpheus. Was ist das hier? Okay, ich habe irgendein Safe-Fürs Museum, oder? Ja. Alter, gibt die mir einfach so ein Ding fürs Museum mit. Okay. Ja, dann laufen wir jetzt mal zu Sebastian. Aber ich glaube, wir gehen über die Bar, dass wir noch mal ein bisschen unsere Freundschaft hier ausnutzen. Bei plus 7, das ist fast ein Auftrag. Den wir hier mit uns rumschleppen. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, plus 7 Freundschaft. So, du hast auch noch nicht plus 7. Der Bürgermeister hat schon plus 7 bekommen. Wir müssen halt nur schauen, ob Sebastian daheim ist. Das wäre nämlich kacke. Okay, Alex. Okay, aber Alex hat nichts. Ach, mit der haben wir heute schon geredet. Ach, Sebastian kommt auch wieder in die Bar. Schön. Oh, du brauchst was? Ja, natürlich. Zu Claudio. Nimmst du fast erst morgen früh, aber... Na, wie geht's so? So, mit Iris haben wir, glaube ich, noch nicht getalkt. Plus 7 Freundschaft, das ist richtig geil gerade. Toll gemacht, nimm das. Aber mit dir haben wir heute, glaube ich, schon geredet. Ja. Lapis Lazuli. Alter, das ist doch auch schon wieder fürs Museum, oder? Nee. Claudio. Okay. Lilly hatten wir, glaube ich, heute schon. Bei der war ich schon dann. Ja, ich glaube, Claudio hat sich in sein Haus verschanzt. Ich glaube, das ist so einer, der... Der wohnt bei Hefe. Also entweder sind die da und talken da eine Runde. Oder, aha, er kommt raus. Hallo Hefe, habe ich mit dir heute schon getalkt? Okay, ich habe Ohrringe gekriegt, krass.
Okay, plus 7 Friendship. Okay, ich habe richtig viel Zeug am Feld gekriegt. Und ich habe fucking Ohrringe gekriegt. Was ist das? Ein Stamm kleiner Pilze erhält es die Früchte und werden in 8 Tagen erntereif sein. Okay. Ich würde sagen, die pflanzen wir auch an. Also stellen wir auch auf in unseren Hof. Okay, ja, unsere Freundschaft wird jetzt wieder normal werden. Jetzt haben wir trotzdem richtig viel geschafft eigentlich. Also wir haben jetzt voll viel Aufträge gemacht und haben uns, glaube ich, jetzt mit dem ganzen Dorf ein bisschen noch angefreundet, oder? Kiera, ja, okay. Aber wir sind auch echt gut mit dem Bürgermeister, muss ich halt auch sagen, gell? Ja, den haben wir uns auch ein bisschen eingeschleimt, okay. 4 Stück, okay. Wachsen nicht im Winter, okay. Okay, equip. Muss ich die aufstellen? Okay. Ach, ich kann die einzeln aufstellen oder zusammen. Wo muss ich die denn aufstellen? Ein Stamm halte sie feucht und werden in 8 Tagen danach nicht erneut wachsen. Wachsen nicht im Winter. Muss ich die vielleicht im Feld einpflanzen? Muss ich die für ein Feld machen? Warte. Mal kurz ein Feld hier hinten hin. Ja. Gut. So, unser Sonderfeld jetzt. Okay, ich glaube, das ist was richtig krasses. Was ich habe da. Ich habe auch 2 Teile bekommen für einfach so einen komischen Dinosaurier. Der hell. Das kommt da mal ran. Okay, Musik ist mal wieder weg gerade. Ich merke es schon. Lapis Lazuli tue ich einfach mal da rein. Das braucht für Aufträge bzw. das Museum. Ja gut, dann schaue ich jetzt fern, sondern schlafen wir wieder. Cooking Channel, Orangentee, okay. Noch eine Orange, ich habe keine Orange. A Crafting Channel, okay. Antique Desk. Wetter und Pumpkin Vale. Okay. Ja gut, dann gehen wir schlafen, es ist schon 11. Schlafen. Ja, 7 reicht, glaube ich. Uns fehlt jetzt nicht so viel an Ausdauer, weil wir uns in seinen Kleinen ja gesoffen haben. Ja, da haben wir gut entschieden. 7 Stunden haben ausgereicht. So. Heute mal keinen Regen. Honey Shrimp. Crafting Channel. Schwarzer Kühlschrank. Alter, der bringt wahrscheinlich schon viel. Ja. Ich mich mal um alles. Ihr da hinten braucht nicht gegossen, wenn ihr braucht auch noch keinen. Das ist das Schwarze da. Ach, Bubblegum. Bubblegum hockt in meinen Dingern hier. Ich habe Angst, dass ich jetzt gleich ein Ei ernte. Sugarbeet müssen wir mal schauen, ob wir den noch anpflanzen können. Ich glaube es nämlich nicht. Zwiebeln ja safe nicht mehr. Ja, dann lassen wir es doch mal nochmal frei, weil ich meine, in ein paar Tagen haben wir schon einen neuen Monat. Steck rüber. Ich möchte jetzt mal mein Feld auslaufen lassen, dass wir nächstes Mal dann ein noch größeres Feld machen. Und dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen auslaufen, weil dann haben wir auch genügend Energie, dann um in die Mine zu gehen. Ach, hier vorne der Salat auch. Okay, Kopfsalat. Ist ja auch schön, ist ja auch Geld. So, Schrieben. Sugarbeet weg. Das heißt, also wir müssen heute fast dann auch ins Museum, wenn wir dieses komische Teil da schon haben. Dann schaue ich mal ganz kurz, ob ein Ei da ist. Nee, ein Ei sehe ich jetzt nirgends, aber ich weiß halt auch nicht, wenn der das irgendwo random auf der Farm hinlegt, dann finde ich das nicht. Okay, Bubblegum. Es kann auch sein, dass noch nicht Zeit für ein Ei ist, dass es noch zu früh ist. Okay, dann gieße ich jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal weiter. So. Und dann kann es jetzt in Ruhe wachsen. Schauen wir heute echt in die Mine. Ich möchte weiterkommen. Ich will diese schwarze Dahlia, weil ich meine, dass es schon wieder was Jahreszeitenabhängiges war. Und man dann im Sommer verkackt hat und wir haben noch 2 ganze Tage Sommer. Frühling und ja. Ich möchte es nicht riskieren.
Und dann da hinten noch zu unserem Baum. Stimmen. Ich hoffe, das ist echt krass. Also ich hoffe, da wachsen jetzt richtig krasse Pilze draus und ich kriege dafür ein Vermögen. Das wäre richtig geil. Und ich habe nämlich auch irgendwas gelesen, dass Pilze voll viel bringen sollen. Aber ich weiß ja nicht, ob es die Pilze sind. Okay, aber dann würde ich mal sagen, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye. Pumpkin Days. Bis dahin. Bye.